Charlie 2, Kommandeur. Kommandeur hört. Landezone in Sicht. Sieht aus, als wären unsere Jungs pünktlich, Kane. Verstanden, 3-1. Hitman-Teams bereit zum Angriff. Sie haben grünes Licht. Colonel, wir haben vielleicht ein Problem. Zu spät, Laswell. Sind aktiv. Nicht, bis ich es sage. Watcher an 3-1, hören Sie? Station Chief Laswell, schieben Sie los. General Barkov hat neues Chlorgas in sein Lager geschickt. Aber seine Söldner wollen es heute Nacht per Konvoi nach Ursikstan bringen. Sie haben weiterhin Angriffsfreigabe, aber Beschuss von russischem Militär ist tabu. Wir können uns keinen internationalen Zwischenfall erlauben. Die Operation ist jetzt eigenständig. Was zur Hölle soll das heißen? Sie haben keine Freigabe, Colonel. Das sind meine Marines. Wir brauchen auf der Stelle ein Team vor Ort. Das ist nicht ratsam. Und Sie entscheiden das Colonel. Nicht. Laswell. General, meine Leute... Norris, Sie können wegtreten. Ja, Ma'am. Wir haben ein Problem. Der Kreml hat die Konfliktentschärfung aufgehoben. Die Sechste fährt aufs Schwarze Meer und chemische Waffen sind bereits im Umlauf. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf, Laswell. Fixen Sie es. General, Informationen sind unsere beste Waffe. Informationen haben wir schon versucht. Finden Sie eine bessere Waffe. John. Laswell. Wo sind Sie? Beschäftigt. Ich habe ein Problem. Russen? Sie wissen es schon. Terroristen haben chemische Waffen erobert. Sie könnten überall sein. Paris, New York. London. Das Briefing. War gerade. Sie sind heute ein Held, Sergeant. Gar nicht passieren dürfen, Sir. Der Einsatz war halbherzig. Damit alle so tun können, als gäbe es keinen Krieg. Ja, Lüge des Jahrhunderts, ich weiß. Warum halten wir uns dann zurück? Weg mit den verdammten Samthandschuhen! Sir. Ich höre. Bei diesen Einsatzregeln haben wir nicht die geringste Chance, Captain. Sie sagen uns wo, sie sagen uns wann. Wir sagen wie. Wir beobachten die Zelle seit Wochen. Hatten Sie zuverlässige Infos? Eine Menge, Sir. Okay, Garrick. Mitkommen. Al-Qatala hat sich zu dem Anschlag bekannt. Auf Befehl vom Wolf in Ursikstan. Alex ist bereits vor Ort und sucht die Chemikalien. Er braucht die Liberationsfront. Er soll die Kommandantin kontaktieren. Sie kennen Commander Karim? Sind uns vertraut. Nennen Sie meinen Namen, oder er stirbt. Du hast eine Nachricht von Captain Price. Commander Karim? Nennen Sie mich Alex. Ich höre Alex. Das ist geheim. Geht bitte raus. Bereitet alles vor. Vor 48 Stunden haben Terroristen russisches Gas gestohlen. Nur Al-Qatala kann das gewesen sein.
Die Russen unterscheiden nicht zwischen Alcatala und deinen Leuten. Und ich unterscheide nicht zwischen Alcatala und der russischen Armee. Sie sind beide Terroristen. Wir benutzen kein solches Gift. Dann helft uns suchen, bevor sie was? Europa angreifen? Amerika? Wir leben so jeden Tag. Commander, wir müssen los. Wer ist das? Alex, das ist mein Bruder und Leutnant Hadir. Von der CIA? Er kommt von Captain Price. Du tötest Russen, ja? Ich habe Freunde, die helfen könnten. Aber deine Schwester entscheidet das. Natürlich. Meine Schwester hat das Sagen. Und die russische Armee ist noch hier. Diese Besetzung muss enden. Da sind wir uns alle einig, ja? Hm. General Barkos Leute halten die Stadt. Wir werden das ändern. Wir haben keine Raketen, aber andere Mittel. Wenn du bleibst, helfen wir dir. Aber bleibst du, kämpfst du auch. Ja, NATO. Merhaba, Leo Sexanonis. Dann komm mit. Du bist jetzt in meinem Haus, Alex. Hab mich bei Barkows Basis eingerichtet. Erhalte die Bastarde im Auge. Freunde nah, Feinde näher. Alex und Commander Karims Truppen haben General Barkows Operationsbasis zerstört. Die russischen Luftstreitkräfte in Usikstan sind vorerst geschwächt. Wir müssen schnell agieren. Sergeant Garrick? Dank der Infos konnten wir die für Piccadilly verantwortliche Alcatala-Zelle zu einem Haus in Nord-London verfolgen. Drei SAS-Teams gehen rein, um sich ein Bild zu machen. Wenn der Wolf das gestohlene russische Gas in Usikstan hat, müssen wir ihn finden. Achtung, es könnten Zivilisten vor Ort sein. Augen auf, bevor ihr schießt. Der Dachboden des Alcatala-Gebäudes war eine Goldmine. Sieht aus, als haben wir den Wolf gefunden. Wir haben die Kommunikation vom Laptop zum Ramazar-Krankenhaus in Usikstan zurückverfolgt, wo sich der Anführer von Alcatala verschanzt hat. Farahs Truppen beobachten Terroristenaktivitäten im Krankenhaus. Währenddessen rückt ein Marine-Bodentrupp zum Komplex vor. Echo 3-1 schnappt sich den Wolf zur Befragung über das gestohlene russische Gas. Meine Soldaten sagen mir, sie sind im Krankenhaus. Alcatala nutzt Zivilisten als menschliche Schilde. Sie beschützen jemanden. Oder etwas. Finden wir es raus. Alles ruhig, Schwester. Hadir ist mein bester Schütze. Du kannst ihm vertrauen. All meinen Leuten. Die Marines wollen ihr Pfund Fleisch. Sie haben das Kommando. Ich sagte, wir helfen euch. Und du hältst dein Wort. Das ist nicht der Grund, dass ich das mache. Die Invasoren meines Landes haben keine Achtung vor dem Leben. Das Gas tötet alles. Sogar unser Essen. Wer so etwas tut, ist mein Feind. Keine Ausnahme? Keine. Alcatala hat mein Volk in Verruf gebracht. Und wir bezahlen teuer für ihre Verbrechen. Ich will den Wolf bestrafen. Du wirst dabei sein, wenn wir ihn Price übergeben. Und du? Wohin gehst du nach all dem? Was sagen die mir? Du hast keine Wahl? Nicht wirklich. Geh schlafen. Morgen wird wichtig. Und was ist mit euch? Wir sind hier bis Sonnenaufgang. Ich übernehme die Ecke. Team!
zweiten Stock für Evakuierung. Achtung, primärer Zugangspunkt ist sicher, aber das Fenster schließt sich sehr schnell. Roger. Aufsetzen in 3, 2, 6, Ende. 3 Minuten. In 3 Minuten sind meine Männer drinnen und wir werden euch alle töten. Ich wollte dich eigentlich lebend. Ich kann mich aber noch umentscheiden. Ihr habt den falschen Mann. Lügen! Sag, was du getan hast. Wir haben das Gas nicht. Wer dann? Jemand sehr Gefährliches. Wo ist es? Wenn ich's nur wüsste. Der Schlechter ist draußen. Sie fackeln die Stadt ab, wenn's sein muss. Komm zu uns, Tochter. Rette dich. Du lässt sie jetzt in Ruhe. Hey, langsam jetzt. Ich bin nicht dein Kind, alter Mann. Ich führe Soldaten und du nur Mörder. Wir sind doch alle Mörder, oder? Sie sind durch. Wir müssen weg, jetzt! 3-1 und 2-6, Schüsse. Wir werden den VIP sichern, melden uns. Der Wolf ist jetzt beim Schlechter. Terrorzellen in der Stadt verstecken sie. Bravo wird jedes Haus durchsuchen. Meine Leute helfen. Wenn sie in die Berge entkommen wollen, gibt es nur einen Weg. Tariq Almut, die Straße des Todes. Russen haben sie bei der Invasion zerbombt und die Fliehenden getötet. Bei der Kreuzung ist ein kleines Dorf. Ich habe Hadirs Kämpfer hingeschickt für einen Hinterhalt. Alex und ich stoßen dazu und gehen über der Straße in Schussposition. Auf der Lauer für den Wolf. Mein Bruder wollte immer ohne Regeln kämpfen. Jetzt bricht er sie alle. Hadir ist nach Norden. Er wurde von Al-Qatala aufgesammelt. Freiwillig oder mit Gewalt? Wissen wir nicht. Tut mir leid, Farah. Ihr Bruder ist ein Terrorist. Ist bei den Al-Qatala. Wir wissen nicht, ob er ein Terrorist ist. Hadir kämpft nicht gegen uns. Er hätte alle töten können, als er das Gas gestohlen hat. Hat er aber nicht. Woher weißt du das? Ich war da, um es zu verhindern. Wieso weiß ich das nicht? Wir dachten, es wäre Al-Qatala. Wir wussten nicht, dass er es war. Jetzt wissen wir es. Wir schnappen ihn uns heute Nacht. Ich komme mit. Du jagst deinen eigenen Bruder? Er ist nicht mein Bruder. Nicht mehr. Barkov wird ein Kopfgeld auf ihn aussetzen. Dann erwischen wir ihn zuerst. Noch mehr Komplikationen und es gibt Krieg mit Russland. Dann komplizieren wir besser nichts. Das ist keine gute Idee, Farah. Wir kümmern uns hier um die Unseren. Das heißt es für gewöhnlich nicht. Wir schon. Ich will Farah im Team. Das ist keine Bitte. Na gut. Sie haben Befehlsgewalt. Sie alle. Okay, Lagebesprechung. Bildaufnahmen bestätigen, dass Hadir das restliche gestohlene Gas hatte, als er zu Al-Qatalas brutalsten Vollstrecker Kontakt aufnahm, dem Schlechter. Ihre Fahrzeuge wurden zu einem Wohnkomplex im Arkusgebirge verfolgt, wo wir das Versteck des Wolfs vermuten. Alex und Farah bleiben als Verstärkung in der Luft. Während Bravo 6 mit einem Angriffstrupp die Chemikalien sucht und sichert, Hadir fasst und den Wolf tötet. Alex? Wenn ich's nicht konnte, gut, dass du es warst. Schade, dass er nur einmal sterben kann. Danke, Mann. Doch obwohl wir schon die Gläser klirren hören, muss die Feier noch warten. Hadir und seine neuen Freunde sind aktiv. Wo sind sie? Eins nach dem anderen. Niemand sagte, sie sind Freunde. Der General wäre anderer Meinung. Norris, Sie sollten... Sagen Sie es, Laswell. Sonst tue ich's. Das Kommando hat Farahs Truppen reklassifiziert. Kann das einer übersetzen? Von Bullshit zu Klartext? Sie sind auf der Liste. Welche Liste? Von ausländischen Terrorgruppen. Meine Marines behandeln Farahs Truppen jetzt als Feinde. Was? Wir sind Verbündete. Jetzt nicht mehr. Halten Sie Ihre Leinen schön kurz, Colonel. Sonst was? Sonst hänge ich Sie daran auf. Kate,
Sie brauchen unsere Hilfe. Wir können nichts weiter tun. Wir können sehr viel tun. Ich lasse mir nicht mehr vorschreiben, wer meine Freunde sind. Alex nicht. Ich gehe zurück nach Usikstan. Ich bleibe bei Farahs Armee. Was sie da tun, ist illegal. Wie so ziemlich alles, was wir tun, oder? Nur die guten Sachen. Du hast Freunde hier. Du auch. Danke. Für alles. Das ist noch nicht vorbei. Vertrau mir. Hab ich immer. Nicht auf den Highway. Bravo 6 an Kobalt 4. Zeitfenster bestätigen. 10 Minuten. Roger, Orbit halten. Beeilt euch, selbst Barkov wird kommen und seine Toten holen. Ja, Lotte, selber. Ja, Vater. Ihr wisst, dass er euch büßen lassen wird. Er wird es büßen. Soll er kommen? Wir haben die Straße nach Norden geräumt. Dort seid ihr erstmal sicher. Danke. Die Revolution beginnt jetzt, Schwester. Der Krieg beginnt jetzt, Bruder. Selbst im Krieg gibt's Moral. Nicht vergessen. Bravo 6, Abflug in 2. Jahre Bürgerkrieg. Bürger spielen ja keine Rolle. Hadi ist trainiert. Verbündet, entführt, spielt keine Rolle. Er brachte das Gas nach Russland. Er tat es mit Al-Qaidas Hilfe. Er hat das Netzwerk und die Leute. Tja, kann man es ihm übel nehmen, hä? Inoffiziell nicht. Aber hier geht's um mehr als Hadi. Wir haben zwei Optionen. Was, wir waren in Moskau? Oder Mütterchen Russland schluckt ihre eigene Medizin. Eine Menge Unschuldige werden sterben. Durch einen Freund des Westens. Okay, kommen wir zur Sache. Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise. Inoffiziell? Total. Wer ist Ihr Team? Ein paar alte Freunde. Unser Sergeant? Ist bereit. Ich bringe Sie rein, dann sind Sie auf sich gestellt. Nur Waffen der Gasnation. Ich mach das schon. Hey. Kontrollpunkt. Für uns. Macht das einen Unterschied? Die Straße ist dicht. Und jetzt? Draufhalten. Nicht ausweichen? Dann bricht gleich die Hölle los. 3 Sekunden? Das ist doch nicht Zeit. Heilige Scheiße, Captain. Nikolai hat uns gerettet. Wenn Sie uns folgen... Passiert nicht. Boss. Was zur Hölle machen wir hier? Wir räumen den Dreck weg. Mit Frauen und Kindern? Als Druckmittel. Sie haben Geiseln. Ohne Handschuhe kriegst du Blut an deine Hände, Kyle. So ist das nun mal. Und wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze. Wo immer du sie ziehen musst, Kyle. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Also, wenn du Skrupel hast, kriege ich das auch allein hin. Nein, Sir. Keine Skrupel. Gut. Und jetzt zu Hadir, bevor er Barkov killt. Captain, bitte, geben Sie Farah die Pläne, das schulde ich ihr. Du schuldest es der ganzen Welt. Was kümmert mich die Welt? Ich tat es für meine Schwester. Baseplate an 06, verbündetes Flugzeug nähert sich von Süden auf 180, Rufname Watcher 1. Roger. Das ist Laswa. Was macht sie hier? Ich rieche Blut. Laborinfos, behalte die. Ja, Sir.
Russland. Ein Austausch? Kein Austausch. Was ist los, Boss? Moment. Machen Sie keine Schwierigkeiten, Captain. Dann geben Sie mir keinen Grund. Das ist ein Stellvertreterkrieg. Wir sind alle nur Spielfiguren. Sie sprechen für sich. Hände gehen aus. Ja, Sir. Adieu für Sie. Infos sind meine. Was immer Sie vorhaben, ich kann helfen. Ich werde mich bei Ihnen melden. Ich weiß, wie das läuft, Captain. Diesmal nicht. Sie gaben Hadir an die Russen. Die töten ihn. Wenn er Glück hat. Wieder retten Sie die freie Welt, Captain Price. Hadir fand Barkovs Labor in Ostgeorgien. Die Gasfabrik. Er wollte sie zerstören. Hadir ist völlig irre. Wir sind alle etwas irre, oder? Hab ich recht, Alex? Auf jeden Fall, Sir! Wenn du hilfst, vollenden wir, was er begann. Sie sind ein guter Freund und bestimmt ein schlimmerer Feind. Aber ich falle nirgendwo ein. Ich verteidige mein Volk hier in der Heimat. Manchmal ist die beste Verteidigung. Alles da. Pläne. Personal. Verstehe. Eine Miliz ohne Verbindung zum Westen könnte das machen. Und schuld wären die Terroristen, oder? Es war gut, ihnen zu trauen. Ist Barkov dort, ist er mein. Es ist eine Geheimoperation, um Barkovs Labor zu zerstören. Nikola ist bereits drin. Er gibt euch die Sprengsätze. Zwei Teams infiltrieren. Garrick und ich platzieren Sprengsätze an der Pipeline. Farah und Alex besorgt einen Zünder von Nikolai und präpariert die Heizkesse. Ist der Sprengstoff platziert, bringt euch in Sicherheit und zündet ihn. Leswoods Luftunterstützung räumt frei. Der Rest liegt bei uns. Truppen ohne Schutz, Nordseite der Brücke. Feuer frei. Verstanden. Ziel markiert, Waffen scharf. Sicher! Was ist los? Zünder ist am Arsch. Und jetzt? Ich gehe da rein. Und tust was? Die Kessel entzünden. Du schaffst es nie rechtzeitig raus. Ich weiß, was ich tue. Farah, hör mir zu. Nein, du hörst mir zu. Wegen diesem Gift gibt es seit Jahren nichts als Krieg für mein Volk. Ich bin nicht hier, um jetzt aufzugeben. Ich will nicht, dass du aufgibst. Ich will, dass du mir den Befehl erteilst. Das kann ich nicht. Commander, bitte. Nenn mich ja nicht so. Sonst was? Irgendjemand muss dieses Feuer entzünden. Und jemand muss Barkov töten. Beides geht nicht. Befehle waren mein ganzes Leben, Pfarrer. An diesen glaube ich. Gib mir den Befehl. Du bist ein Freiheitskämpfer. Du bist eine Anführerin, Farah. Sag es schon. Tu es. Ja, Ma'am. Nun, ich bin weit weg von meinem Bier. Russland verleugnet Barkov. Tja, sie hatten keine Wahl, oder?
Er ist tot. Das Problem haben Sie ziemlich gut gelöst, John. Vorerst. Aber unkontrolliert. Bleibt es nicht. General Shepard hat Ihre Akten besorgt. Worum geht's eigentlich dabei? Ein Sonderkommando. Wir haben genug lose Enden. Das werde ich ändern. Keine Mittel für Draufgänger. Genießen Sie den Tee. Sakajew will Barkovs Thron. Hätte ihn fast in Pripyat begraben, mit Macmillan. Damals der Vater. Heute der Sohn, Viktor. Nette Familie. Sind große Fans von Hadir. Tja, das würde erklären, warum er noch lebt. Sie wollen ihn rausholen. Dann geben Sie mir, was ich brauche. Und Ihr Team? Sergeant Garrick. Kyle? Sie nennen ihn Gas. Hat er nie erwähnt. John McTavish, SAS, Scharfschütze, Sprengungen, nennt sich Soap. Wieso? Das ist geheim. Da ist er. Simon Riley. Da ist kein Bild. Nie. Und der Rest? Bleibt geheim. Außer wir haben an dir. Wie heißt dieses Kommando? 141.